Die letzte Stimme der familienpolitischen Vernunft in diesem Land. So, jetzt wird's interessant. Bundesparteitag der FDP in Berlin. Und eigentlich... Was? Naja, und eigentlich sollte das da in Berlin ja der offizielle Philipp Rösler Absägeparteitag werden. Soweit der Plan. Tatsächlich war es dann aber sowas wie eine Krönungsmesse. Ja, Rösler ist regelrecht gefeiert worden. Und hat, so heißt es zumindest, seine bislang beste Rede gehalten. Machen wir uns bitte nichts vor. Der Typ hat den Saal gerockt. Das sind alles gute Botschaften für eine liberale Partei. Es sind unsere Botschaften. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass unsere Botschaften noch viel stärker Gehör finden könnten in der Öffentlichkeit. Dann lass die Pausen weg! Mann! Ja. Aber es stimmt schon, es war seine bislang beste Rede. Und sein letzter überlebender Kritiker, Dirk Niebel, ist bei der Wahl zum Präsidium der FDP krachend durchgefallen. Ne? Tja, Dirky Baby, da hast du dich wohl mit dem Falschen angelegt. Er war politisch tot, tot, tot. Mächtige Feinde mit sehr albernen Mützen hatten ihn schon begraben, aber nicht tief genug. Jetzt ist er wieder da und er will nur eins, Rache. Philipp Rösler in Kill Phil. No more Mr. Nice Guy. Wir machen keine Kuschelpolitik. Wir tanzen nicht im Kirschblütenregen. Kill Phil. Seine Gegner sind aber sowas von am Arsch. Wenn man kämpft, kann man verlieren. Aber wenn man nicht kämpft, hat man gleich verloren. Doch Niebel, hast du. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn? Nein, das ist die FDP. Kill Phil, der härteste Film seit Bambi. Jetzt im Kino. Läuft aber, glaube ich, nur vormittags, wegen des geringen Interesses. So, das war der Parteichef. Dann kam natürlich noch der Spitzenkandidat dran. Rainer Brüderle hat auf dem Parteitag, ich glaube, fast anderthalb Stunden am Stück geredet. Erst noch für seine Verhältnisse relativ ruhig, vom Blatt gelesen. Ist klar, er ist ja auch noch leicht angeschlagen wegen der Hotelbar-Geschichte. Aber dann, gegen Ende der Rede, Vollgas. Wir haben seit Jahrzehnten für die Freiheit gekämpft. Wir haben Deutschland schon geprägt. Wir überlassen nicht diesen Fuzzis, diesen fehlprogrammierten Typen unser Land. Dafür kämpfen wir jeden Tag, jede Stunde bis zum 22. September. Also wir haben keine Gefangenen. Ja. Schreien, immer ein guter rhetorischer Kniff. Denn wer schreit, hat recht, meine Damen und Herren. Jetzt aber die eigentliche Sensation. Auch die FDP diskutiert über Lohnuntergrenzen. Also klar, sie würden sie nie einführen, aber ich sag mal, diskutieren kostet ja nichts. Ne? Und selbst der Rainer ist neuerdings so eine Art Kapitalismuskritiker, wenn ich das Folgende richtig verstanden habe. Sonst droht die soziale Marktwirtschaft zu einem Art Kapitalismus der Trickser. Zu werden. Das war das Wort. Soziale Marktwirtschaft. Dazu, genau dazu gab es dann übrigens noch eine berechtigte Rückfrage aus dem Plenum. Wie viele Personen, die heute im Saal sind, haben Trinkwasser getrunken? Keine Ahnung, ich weiß nur, wer keins getrunken hat, meine Damen und Herren. So, ich frage mal unsere Expertin für ältere Herren mit Wortfindungsstörungen, Birte Schneider. Birte, ist Brüderle schon wieder ganz der Alte? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Was? Wieso denn? Was denn? Dass Sie hier stumpf das übliche Heute-Show-Standardprogramm abfahren? Der Rösler lässt Pausen, der Brüderle, der nuschelt so lustig. Hihihi, ich mach Pipi vor Lachen. Wie oft denn noch? Hallo, die Leute lieben das. Das ist Comedy Gold, oder? Ja. Lassen Sie die Leute ruhig ausjubeln. Redundant, aber erfolgreich. Nee. Nee, 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 nee.
Sie nehmen doch in dieser Show seit Jahren von billigen FDP-Gags. So sieht's doch aus, oder? Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wir machen das Prinzip heute mal andersrum und finden alles super. Herzlich willkommen zu FDP-TV. Was? Moment! Wie sehe ich denn aus? Wie ein Vollidiot. Steht Ihnen aber. Hier ist Ihr Text. Scheiße. Der Parteitag der coolsten Partei, ich kann das nicht. Die sind doch gar nicht cool. Ha, haben Sie eine Ahnung? Und wie cool die sind. Deutschland ist das coolste Land der Welt. Ich glaube, man hat coole Typen gewählt. Das coolste Land der Welt. Wir haben den coolsten Parteivorsitzenden in Deutschland. Der Welt. Nee, habt ihr nicht. Entschuldigung, FDP-TV hin oder her, aber im Leben muss man sich grundsätzlich entscheiden. Entweder man ist cool oder man ist in der FDP. Beides geht nicht. Entschuldigung. Ne? Ich behaupte, das ist der FDP-TV. Entschuldigung, ich kann das nicht. Die FDP gut finden. Cool. Ich behaupte, wenn Clint Eastwood in der FDP wäre, ja, dann wäre selbst der nicht mehr cool. Ja. Wer braucht denn Clint Eastwood? Die FDP hat Rudi Rentschler, den King of Cool, die deutsche Stimme der Drohne Willi, den Verteidiger der Toleranz. In unserer Partei sind viele willkommen, sind willkommen Atheisten, sind willkommen Ausländer, Christen, ja sogar Frauen sind willkommen. Was hat der Zwerg da gerade gesagt? Ja, Sie haben richtig gehört, Oliver. Sogar Frauen sind willkommen. Verrückt. Schon irre, wie sich diese Partei öffnet. Und auch die völlig konstruierte Sexismusdebatte um Rainer Brüderle wurde offiziell beendet, damit endlich Schluss ist mit doofen Sexwitzen und versauten Anspielungen. Und Rainer hat sich nochmals, ich sage das hier ausdrücklich, bei allen Menschen in Deutschland einen enormen Respekt erarbeitet für seine Kämpfernatur, für seine Fähigkeit zu stehen. Stehen. Ich glaube, er hat die Formulierung gut gemeint. Glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Ja, ja. Und ja, die Liberalen haben keine Themen mehr, seit keiner mehr Steuersenkungen will. Aber dafür wissen sie genau, wogegen sie sind. Wir lehnen die Entfernung von Körperbehaarung ab. Was ist denn mit dem Lindner los? Ich dachte, der hat noch gar keine Körperbehaarung. Mein Gott, der redet natürlich von den Grünen. Die FDP warnt zu Recht vor dem Heraufziehen einer grünen DDR. Einer ökofaschistischen Diktatur, in der alles verboten ist, was Liberalen Spaß macht. Nein! Gentechnik verboten. Neue Küche verboten. Neues Badezimmer verboten. Eigentlich wollen die Grünen doch über uns alle bestimmen, über unser Privatleben, und zwar mit Haut und Haaren. Früher kam der Obrigkeitsstaat mit Pickelmütze, heute kommt er auf Birkenstock-Sandalen angeschlichen. Ja! Nieder! Nieder mit den Birkenstock-Nazis! Nieder! Nieder mit den Birkenstock-Nazis, genau. Moment mal, heißt es nicht Pickelhaube? Nein! Pickelmütze. Ach so. Hier aufsetzen. Och nö. Wirklich. Warum gibt's eigentlich keine Pickelmützen in meiner Größe? Und ich dachte, man kann nicht noch scheiße aussehen. Jetzt mal wirklich. Ich hab
Ehrlich jetzt, Birte, ich habe keine Lust mehr auf FDP-TV. Können wir nicht einfach wie früher Brüderle mit Untertiteln zeigen und Feierabend? Ruhe, wir ziehen das jetzt durch. Meine Damen und Herren, auf vielfachen Wunsch noch einmal vom Parteitag der coolsten Partei der Welt die schönsten Kunstpausen von Philipp Rösler. Ganz genau. So ist das. Das war wunderschön. Birte Neider, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Zum ersten und letzten Mal FDP-TV. So, und nicht nur Rudi Rentschler, auch unser Kollege Lutz van der Horst ist, da tue ich ihm, glaube ich, nicht unrecht, inzwischen sowas wie ein inoffizielles FDP-Maskottchen. Ein Parteitag ohne van der Horst, schlicht undenkbar. Bankerboni einschränken, Frauen stärken, Mindestlohn. Die FDP wird immer linker und ist auf einem schrecklichen Irrweg. Um an alte Erfolge anzuknüpfen, müssen neue Slogans her. Der hier zum Beispiel. Wer links und rechts nicht unterscheiden kann, der kann was erleben, Mann, oh Mann, oh Mann. Rutscht ihr mal weiter nach links. Können Sie mir denn als Gesundheitsminister garantieren, ich bin Privatpatient, dass ich im Wartezimmer nicht mit irgendwelchen Asozialen sitzen muss? Sie sitzen nur mit Gleichgesinnten, die sind ja auch krank, wenn sie zum Arzt gehen. Und da haben sie alle das gleiche Schicksal. Die FDP wird ja immer mehr links. Jetzt irgendwie hat man den Eindruck, oder? Naja, das kann man so nicht sagen. Ich gehe gleich nach rechts. Also wir sitzen rechts hier. Ich finde, die FDP verwässert immer mehr. Das ist doch Mist. Das ist ja wie bei einer Weinschorle. Wir machen das wie ihr. Wir machen es gut. Wer ist denn eigentlich gerade unbeliebter bei Ihnen? Niebel oder die Heute-Show? Ich gucke gerne die Heute-Show. Nur manchmal schaffe ich es gar nicht. Dann versuche ich es aufzunehmen. Eine super Sache. Also die Heute-Show ist beliebter als Dirk Niebel? Dirk Niebel, wir haben das nochmal. Herr Niebel, wäre es sinnvoll, die FDP aufzuspalten, und zwar in die FDP und Dirk Niebel? Nein, das ist keine gute Idee, da bin ich zu alleine. Dirk Niebel ist in der FDP so beliebt wie A, eine Fischvergiftung, oder B, Antwort A. Jetzt sollen ja wieder mehr Frauen in die FDP. War das Ihre Idee oder die von Brüderle? Wir haben gemeinsam die Idee, wir sind eine Partei, die sehr, sehr attraktiv auch für Frauen ist. Also ich finde, Kubicki ist ganz geil. Kubicki ist ein toller. Lindner? Ja. Wir haben tolle Männer. Wir haben uns doch schon mal geküsst, wissen Sie das noch? Nein, kommen Sie her. Ich habe Sie auf die Wange geküsst, wir haben uns nicht geküsst. Also, jetzt machen Sie es nicht so klein, für mich war es ein ganz großer Moment. Ja, für mich auch. Die FDP steckt ja immer noch ein bisschen im Umfragetief. Wer glauben Sie, ist denn schuld daran? Ist es der Vorsitzende? Ist es der Wirtschaftsminister? Oder ist es der Fipsi? Oh, Entschuldigung. Dann Oliver Holpe. Ach so. Ja. Ich bin jetzt schon aufgerufen zur Rede. Ach so. Also, aber schuld sind die Fehler der Vergangenheit. Alles klar, jetzt aber schnell auf. Herr Westerwelle, kommen Sie zurück zur FDP. Die Partei muss wieder kalt und herzlos werden. Wir brauchen Sie. Und mich erwähnen. Denken Sie dran, mich erwähnen in der Rede. Van der Horst, Lutz van der Horst. Ganz wichtig. Also Sie haben mich gerade in dem Gespräch erwischt mit der Heute-Schau, und zwar Ludwig van der Horst. Ich habe gesagt, ich erwähne ihn, wenn er mich auch bringt. Also jetzt. Wenn es ganz schlecht läuft, würden Sie ins Dschungelcamping. Nein. Auf keinen Fall. Ich bin doch in der FDP. Sie finden ja auch, dass Minderheiten in Deutschland unter einem besonderen Schutz stehen sollten, ne? Ich ahne schon fast die Pointe, auf die Sie hinaus wollen, aber sagen Sie trotzdem. Warum kümmern Sie sich nicht um die Minderheiten der Reichen und der Privilegierten? Hahaha. Die FDP wird nicht nur immer linker, sie ist total am Ende. Bester Beweis, sogar Dirk Niebel redet mit der Heute-Show. Olli, was haben wir bloß falsch gemacht? Aber wir sind deswegen auch wieder stärker gefordert als Ludwig von